Hi, mein Name ist Tim Rickenroth von www.deinschlagzeuglehrer.de und ich heiße euch herzlich willkommen zum Gearcheck des Schlagabtauschs, dem Podcast der Drums und Percussion und von Sticks, powered by Drums und Percussion. Los geht's! Die treuen Hörerinnen und Hörer des Schlagabtauschs, dem Podcast des Drums und Percussion Magazins, werden sich noch gut an die Episode 37 erinnern, in welcher der Produktmanager von Evans, der Moritz Amrain, die Markteinführung der Evans DB1 Drumheads und der Evans DB1 Low Volume Cymbals geleakt hat. Evans verspricht bei diesen neuen Produkten eine reduzierte Lautstärke um 80% unter Beibehaltung des natürlichen Tons des Kessels sowie ein authentisches Spielgefühl. In dem Gespräch mit Moritz hatte ich dann darum gebeten, die DB-Produkte mal zum Austesten zu bekommen und siehe da, nur wenige Tage später purzelten sie bei mir zu Hause ein. Ich habe ein komplettes Set zum Checken bekommen. Zum einen die Felle in den Größen 10, 12, 14 Zoll für die Toms und ein 14 Zoll Fell für die Snare Drum und ein 22 Zoll Fell für die Bass Drum sowie einen Satz der DB1 Cymbals mit 14 Zoll Hi-Hats, 16 und 18 Zoll Crashbecken und einem 20 Zoll Ridebecken. Der Preis für das gesamte Set, sprich für die 5 Fälle und die 4 Becken, liegt bei Stand Juli 2022 bei um die 560 Euro. Möchte man die 5 Drumheads ohne die Evans DB1 Low Volume Cymbals erwerben, dann gehen ca. 200 Euro über die Ladentheke. Wer nur die Cymbals haben möchte, diese kosten derzeit um die 380 Euro. Die Evans DB1 Drumheads gibt es auch einzeln ab 44 Euro aufwärts. Lasst mich nochmal kurz auf den Sinn der Evans DB-Serie eingehen. Evans konzipierte diese Produktlinie mit der Absicht, Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern die Möglichkeit zu geben, an einem akustischen Schlagzeug in Wohnungen und anderen Situationen mit geringer Lautstärke spielen oder üben zu können, jedoch mit einem authentischen Spielgefühl. Evans verspricht eine Lautstärkereduzierung von bis zu 80%. Wenn die Klangkontrolle also ein wichtiger Faktor ist, man aber trotzdem den Sound und die Eigenschaften eines akustischen Kits haben möchte, dann sollten die Evans DB-Produkte hier Abhilfe schaffen. Evans hat dafür tief in die Konstrukteurs- und Innovationskiste gegriffen. Ein paar Specs zu den DB1 Drumheads. Prinzipiell sind die DB1 Drumheads Meshheads, also Gewebefälle, jedoch mit einigen von Evans entwickelten Innovationen. Zudem wurde nicht nur ein Meshhead entworfen und dann auf alle Kesseltypen angewandt, vielmehr wurden die Fälle für die Belange von Snare Drum, Toms und Bass Drum angepasst. Die Tom-Fälle haben ein einlagiges von Evans bezeichnetem Shockwave Meshhead mit einer sogenannten Kinetic Transfer Foam Konstruktion. Sie sind jeweils mit der Evans Impact Patch Technik ausgestattet, die ein realistisches Spielgefühl mit einem Stick ermöglichen soll, bei gleichzeitiger Bewahrung des akustischen Klangs aller Kessel. Anders ausgedrückt, Evans verspricht einen regulären Akustik-Sound und das gewohnte Rebound-Feeling und das ganz ohne die Lautstärke eines akustischen Schlagzeugs. Die Tom-Fälle gibt es in den regulären Größen von 10 bis 18 Zoll. Sie werden wie ein gewöhnliches Fell aufgezogen, was bedeutet, dass man selbstverständlich auch auf die Stimmung Einfluss nehmen kann, denn der Ton der Trommel ist weiterhin zu hören, nur eben deutlich leiser als mit der normalen Befällung.
Das Baseline-Fell ist ähnlich wie die Tom-Felle aufgebaut. Es besitzt das Shockwave Meshhead mit der Kinetic Transfer Form Konstruktion darunter. Und dort, wo der Beater das Fell treffen soll, befindet sich ein Kunststoffkreis, welcher das Fell vor Abnutzung schützen soll. Das Baseline-Fell gibt es zwischen 18 und 24 Zoll. Das 14 Zoll Snare Drum Fell, das ich hier in der Hand halte, ist anders aufgebaut als die Tom- und Bassdrum-Felle. Es hat nämlich zwei Meshhead-Lagen. Die obere Schicht besteht aus dem bereits erwähnten Shockwave Meshhead, genau wie bei den Toms und der Bassdrum. Und die untere Schicht aus der neuen Snare Sim Technology. Es sieht aus wie ein synthetisches Fell mit ausgeschnittenen Linien. Dieses Fell soll das klassische Schnarren und Summen, den Snare Bass der Snare Drum mit einer deutlich weniger aufdringlichen Lautstärke ermöglichen. Die Evans DB1 Cymbals, diese schwarzen schönen Becken hier, gibt es als 14 Zoll Hi-Hats, 16 und 18 Zoll Crashbecken und einem 20 Zoll Ridebecken. Sie haben allesamt viele Löcher eingestanzt. Genau genommen verfügen sie über ein spiralförmig perforiertes System zur Lautstärkenreduzierung, welches unter Verwendung einer nanobeschichten Edelstahllegierung hergestellt wird. Das klingt schon ein bisschen wie Raketenwissenschaft. Dieser Ansatz zur Dämpfung erreicht einen Klang, der annähernd an den Klang eines normalen Beckens herankommt, aber das mit deutlich weniger Lautstärke. Die Bottom Hi-Hat ist übrigens etwas schwerer als die Top Hi-Hat, was daran liegt, dass die Bottom Hi-Hat weniger Löcher aufweist. Die verschiedene Gewichtung von Top und Bottom Hi-Hat findet man meist auch bei den normalen Bronze Hi-Hats. Was ich sehr cool finde, ist, dass die Becken schön schwingen. Es fühlt sich tatsächlich so an, als würde man ein normales Bronzebecken anschlagen. Und auch die Ansprache kann sich absolut sehen bzw. hören lassen. Und die Hi-Hat lässt sich öffnen und schließen, wie gewohnt. Eine wichtige Frage bleibt jetzt zum Schluss noch zu klären. Sind die Becken und die Felle denn jetzt wirklich leiser als normale Felle und normale Becken? Und die Antwort ist ganz klar, ja. Zum Abschluss von diesem Gear-Check mache ich einen direkten Vergleich zwischen Mylar-Fällen. Konkret habe ich UV1 auf den Toms und der Snare Drum und einem Evans E-Mate auf der Bass Drum und danach den Evans DB1 Drum Heads und den Evans DB1 Low Volume Cymbals.
Das war der Gearcheck Evans DB1 Drumheads und der Evans DB1 Low Volume Cymbals. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und natürlich auch ein Like zu hinterlassen. Schaut auch unbedingt auf sticks.de vorbei. Dort könnt ihr den Podcast Schlagabtausch direkt hören und auch die vorhergehenden Episoden finden. Und ihr findet natürlich auch vieles weitere Wissenswerte aus der Schlagzeuger- und Percussion-Szene dort. Bleibt gesund und munter. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Timo. Ciao.